Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Samstagnachmittag. Ich glaube, ich bin hier gar nicht so richtig im Licht ausgeleuchtet. Ah, so geht's. Okay. Ja, einen wunderschönen Samstagnachmittag oder Abend haben wir ja eigentlich schon. Ich bin heute den Nachmittag hier so ein bisschen am Räumen. Eigentlich wären wir ja gar nicht hier zu der Zeit hier. Wir wären ja eigentlich auf Zypern, weil ich da das Thema mit der Wohnung in trockenen Tüchern kriegen wollte. Aber ich hatte mich im Terminkalender vertan. Mein Mann ist ja auch noch Musiker und er hatte gestern Abend einen Auftritt. Ich dachte, das sei letzte Woche. Und da war am 4. Dezember in die Karibik verschwinden, hat das dann jetzt nicht mehr gepasst, noch zwischendrin nach Zypern zu fliegen, zeitlich. Bin ich gerade am Hin- und Her-Mailen mit dem Makler, dass wir da das ein oder andere so noch von Deutschland aus klären können. Da gibt es auch so ein paar Dinge, die nicht so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Heute Mittag habe ich so ein bisschen geräumt hier. Gibt ja noch einiges loszulassen. Und da sind mir nochmal Papiere in die Hände gekommen. Und deshalb so der Titel von diesem Video und plötzlich ist alles anders. Und zwar im Juli letzten Jahres. Und das ist damit einfach gemeint, hat meine Mutter sich binnen 48 Stunden, ja, hier quasi verabschiedet aus ihrem Körper. Und das meine ich damit, und plötzlich ist alles anders. Und du kennst vielleicht die Situation, wie es einem geht, wenn man einen lieben Menschen verliert oder wenn man Eltern verliert oder auch am Sterbebett hockt von jemandem. Gibt ja auch ein Buch dazu, wo man wohl Sterbende interviewt hat oder die, wo klar war, dass sie bald ihren Körper verlassen, was sie bereuen. Und mir sind einfach nochmal so die Papiere von meiner Mutter heute Mittag da in die Hände gefallen. Und da läuft ja dann natürlich auch so ein Film ab, weil bei meiner Mutter völlig ohne Vorankündigung binnen 48 Stunden Notaufnahme, Krankenhaus, Operation und dann noch ein paar Stunden, um es jetzt spirituell auszudrücken, wohl die Überlegung, komme ich nochmal zurück oder gehe ich jetzt? Sie hat sich dann für Letzteres entschieden. So schnell ist es dann einfach vorbei. Und dann ist natürlich von jetzt auf gleich alles anders. Vielleicht kennst du diese Situationen, vielleicht hast du ja auch schon mal Sterbebegleitung gemacht oder ja, hast schon mal liebe Menschen verloren. Dann kommt man so ein bisschen ins Nachdenken und denkt auch so ein bisschen über sein eigenes Leben nach. Und dann kommen natürlich auch so Dinge auf, hätte ich doch nur. Es ist mir 2013 auch so sehr bewusst geworden und das war mit einem Startschuss in Anführungsstrichen für mich, als ich am Sterbebett von meinem Papa saß, wo es nicht so schnell ging wie bei meiner Mutter. Und ich da im Krankenhaus saß und dachte, plötzlich ist da auch alles anders. Da draußen sind Dinge, wo man glaubt, die wichtig sind, die aber eigentlich gar nicht primär wichtig sind, wo wir uns Geschichten erzählen, wie etwas sein soll, sein kann, sein muss und wo wir leben, eigentlich nicht wirklich leben, sondern das Leben an uns vorbeizieht und wir eigentlich was ganz anderes gerne machen möchten. Ich habe heute Mittag mich mal noch mal so kurz gefragt, habe so kurz innegehalten, als ich diese Papiere in der Hand hatte. Wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, mit meiner Mutter noch zu sprechen, was sie denn jetzt im Nachhinein anders machen würde, ich meine, ich weiß im Prinzip, was sie mir gesagt hat, aber sie hatte einfach nie den Mut dazu, etwas anderes zu machen. Resultierte zum großen Teil auch aus ihrer Kindheitsgeschichte,
Aber ich glaube, in dem Moment, wenn sie da noch mal hättest, so einige Jahre zurückdrehen können, hätte sie den Mut aufgebracht, doch so einiges anders zu machen. Und warum erzähle ich dir das hier? Weil so wie die meisten da draußen leben, die meisten im Mainstream, es ist nicht das Leben, wie sie es sich wirklich mal vorgestellt haben. Und als wir so auf die Welt hier gekommen sind, da hatten wir uns wirklich vorgestellt, hier Großartiges zu erschaffen, großartige Dinge entstehen zu lassen, unser Potenzial zu leben, unsere Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Und dann werden so viele Dinge über uns gepresst. Wir stecken letzten Endes in einem Korsett drin und das Leben zieht an uns vorbei. Und ich habe jetzt 2013 angefangen, verstärkt wirklich meine Komfortzone immer und immer wieder zu verlassen. Damals auch durch meine größten Ängste zu gehen, was letzten Endes ja auch die Kündigung nach 30 Jahren öffentlichen Dienst nach sich gezogen hat. Ist ja nicht so, dass das einfach so entstanden ist, sondern natürlich waren da auch Ängste mit dabei, auch Existenzängste, ganz klar. Wo der Kopf mir auf der einen Seite gesagt hat, bist du jetzt wahnsinnig, bist du jetzt größenwahnsinnig, auch noch deine Stelle zu kündigen. Hast doch nur noch ein paar Jahre, dann könntest du doch in Rente gehen und dann. Also diese Sätze, wenn dann, erst noch das und dann, erst noch das und dann. Aber ich habe mir gesagt, nein. Jetzt findet mein Leben statt. Nicht in 4, 5 Jahren, wenn ich in Rente gehe, sondern jetzt findet mein Leben statt. Jetzt. Und du hast den Satz von mir bestimmt auch schon mal gehört oder schon öfter gehört. Da, wo deine größten Ängste sind, da ist dein größtes Potenzial. Und es geht im Leben, wenn wir mal ehrlich sind, doch wirklich immer um Wachstum, um Entwicklung. Denn die Natur macht uns das ja vor, die ist ja auch ständig am Wachsen und an sich am Entwickeln. Und letzten Endes wollen wir Menschen das ja eigentlich auch. Nur es sind so viele Dinge, die wie Schleier über uns liegen, über uns, die uns glauben lassen oder wo wir uns selbst diese Geschichten erzählen, das funktioniert für mich nicht, weil. Es geht jetzt nicht, weil ich habe jetzt kein Geld, weil und diese ganzen Geschichten, die wir uns erzählen. Ich habe mir auch oftmals früher so die Geschichte erzählt, ja, da draußen geht es ja noch viele Menschen, denen geht es noch viel schlechter als dir. Also wo ich mich daran gemessen habe und damit einfach auch getröstet habe. Aber letzten Endes war es unter anderem auch ein Wunsch von mir, den Menschen da draußen, denen es noch schlechter geht als mir, auch zu helfen. Und um das zu erreichen, das Ziel zu erreichen, auch in der Richtung etwas Großartiges zu erschaffen, musste ich erstmal meine Komfortzone erweitern, meine größten Ängste durchbrechen und vorgehen. Sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und so ist jetzt bei mir so eine große Vision entstanden, insbesondere auf Bali, ganz, ganz viele Kinder darin zu unterstützen, dass sie in die Schule gehen können, dass sie sich, ja, bilden können und auch, dass da auch wieder ein anderes
Umweltbewusstsein, ein ökologisch anderes Umweltbewusstsein entsteht, weil die Infrastruktur zum Beispiel auf Bali ist nicht so gegeben, wie sie bei uns hier und in anderen Ländern ist, dass man da mit diesem Riesenproblem Müll dahingehend umgehen könnte, dass da Müllverbrennungsanlagen oder sowas gebaut werden. Das Problem muss anders gelöst werden. Und das ist so etwas, was in mir die letzten Monate verstärkt entstanden ist, in der Richtung da, unter anderem, neben anderen Projekten, auch einen Mehrwert zu stiften und Spuren zu hinterlassen. Und es ist ja nur möglich, dass ich solche Projekte unterstützen kann, wenn ich vorgehe, wenn ich mir erlaube, meine Träume zu leben, das zu machen, was mir am Herzen liegt und natürlich auch die entsprechende Geldenergie ins Leben zu ziehen, die das erfordert, dass ich da eben auch helfen kann. Und ja, ich habe mich heute Mittag mal gefragt, was wären wohl solche Projekte gewesen oder irgendetwas gewesen, was meiner Mutter am Herzen gelegen hätte, wenn sie es sich denn erlaubt hätte, ihre Kindheitsträume auszupacken. So ein paar Ideen sind mir gekommen, aber ich will die jetzt nicht unbedingt hier mit dir teilen, weil das dich ja auch nicht weiterbringt, sondern ich möchte dich mal dazu animieren oder dazu einladen, mal drüber nachzudenken, was sind denn deine Kindheitsträume? Vielleicht kannst du dich an das ein oder andere noch erinnern. Was wolltest du entdecken auf dieser Welt? Was wolltest du erschaffen auf dieser Welt? Was wolltest du kreieren? Von was hast du geträumt? Wie wolltest du leben? Wo wolltest du leben? Mit wem wolltest du leben? Oder vielleicht weißt du jetzt das ja auch eigentlich noch ganz genau, was du jetzt auch eigentlich machen möchtest, aber du erzählst ja noch die Geschichte, das funktioniert nicht, weil und. Und dann schau mal, denk mal so ein paar Jahre vor, so 10, 15, 20 Jahre, oder denk gerne auch an den Zeitpunkt, an den, zu denen jeder von uns mal kommt, wenn es darum geht, dass man merkt, okay, meine Zeit hier im jetzigen Körper auf Mutter Erde ist vorbei, es ist jetzt Zeit zu gehen. Wie willst du da auf dein Leben zurückblicken? Das ist eine Frage, die in mir auch so verstärkt aufkam, die letzten Jahre, die bei mir auch unter anderem dazu geführt haben, dass ich mir einfach gesagt habe, ich will auf mein Leben zurückblicken, erfüllt, mit der Denke aufgrund meines Alters, meines Passalters. Ich habe zwar so die Denke, den Glaubenssatz, die Kinder werden älter, ich werde jünger, aber rein vom Passalter her werde ich natürlich auch älter, dass ich mir sagen wollte, es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ich habe noch mein Leben gelebt. Ich habe hier noch Spuren hinterlassen, ich habe noch was Großartiges entstehen lassen. Eines, was großartig ja schon entstanden ist, das ist die Akademie, in der ich wunderbare Frauen und auch Männer darin begleiten darf, auch ihrem Herzen zu folgen, ihren Seelenplan zu entdecken, den Seelenberuf daraus zu kreieren und auch einen Mehrwert hier für Mutter Erde zu erschaffen. Jeder so mit seiner eigenen Mission. Das mit Bali, ein ganzes Dorf da zu unterstützen, ist jetzt das nächste längerfristige Projekt auch. Das ist jetzt einfach so entstanden, das ist einfach dazugekommen. Was sind so deine Dinge, die du erschaffen möchtest, wovon du geträumt hast oder träumst? Und wie möchtest du auf dein Leben auch zurückblicken, wenn dieser Zeitpunkt mal gekommen ist, dass du merkst, okay, jetzt ist es Zeit wieder zu gehen. Willst du auch, so wie ich zum Beispiel, zurückblicken, was meine Gedanken waren? Es hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich habe vor allem noch das Leben so gelebt, wie ich es mir vorgestellt habe. Nach meinem eigenen Standard,
nach meinen eigenen Arbeitszeiten, nicht nach den Arbeitszeiten von anderen Menschen. Hab mir auch erlaubt, mich dort auf dieser wunderschönen Erde aufzuhalten, wo es mir gerade gefällt, und zwar nicht nur für mich, sondern auch für die gesamte Family. Und habe vor allem den Kindern noch etwas anderes mit auf den Weg gegeben, als das, was ich ihnen früher vorgelebt habe, nämlich Tag für Tag einem Beruf nachzugehen, des Geldes wegen, nur damit zum Monatsende Summe X auf dem Konto erscheint und das schlimmstenfalls 30, 35, 40 Jahre lang, um zu denken, ja, wenn ich in Rente bin, dann. Dann, wenn ich in Rente bin, dann. Aber was ist denn dann? Was ist denn in ein paar Jahren? Das Leben findet doch jetzt statt. Und wir sind doch alle hierher gekommen, um zu leben. Das ist doch das Leben. Das Leben ist da, um zu leben, um gefeiert zu werden, um Großartiges entstehen zu lassen. Und da möchte ich dich einfach mal so ein bisschen, auch wenn das so ein bisschen melancholisch jetzt so klingt, aber ja, ich möchte dich einfach mal dazu ermutigen, weil ich weiß, es ist alles, alles möglich. Du kannst jederzeit deine Situation, in der du dich jetzt befindest, die in mehreren oder vielleicht in einem Bereich nicht so ist, wie du sie gerne haben möchtest, du kannst sie verändern. Auch wenn du jetzt glaubst, es funktioniert nicht oder dich ohnmächtig fühlst oder voller Ängste fühlst, ja, ohnmächtig sich fühlen und voller Ängste fühlen, das sind so die stärksten Gefühle, die man da hat, wenn es darum geht, so seinem Herzen zu folgen, seinen Seelenplan zu entdecken. Oder man ist wenig mutig, also man ist arm an Mut. Das sind so die Dinge. Und wenn du da ein paar Jahre mal vorgehst und blickst dann zurück, sind das genau die Dinge, die du dann bereuen würdest, wenn du es jetzt nicht machen würdest, wenn du jetzt nicht deinem Herzen folgen würdest, wirklich deinen Seelenplan entdecken würdest. Und was für mich, für andere da draußen möglich ist bzw. war, schau mal, das ist definitiv auch für dich möglich. Das ist definitiv auch für dich möglich. Du darfst dich einfach nur dafür entscheiden. Du bist im Grunde genommen nie ohnmächtig irgendetwas ausgeliefert. Es sind alles nur Geschichten, die wir uns erzählen. Es sind Glaubenssätze, Muster, Paradigmen und Prägungen, die da in uns sind, die uns das glauben lassen, die uns diese Geschichte erzählen lassen. Weil wir kommen doch alle aus der gleichen Ecke und gehen auch irgendwo nochmal in die gleiche oder in ähnliche Richtungen. Und wir haben doch jetzt nur dieses eine Leben hier. Und deshalb Ermutigung. Es ist alles für dich möglich. Wirklich, definitiv alles. Du darfst dich nur dafür entscheiden, auch dafür zu gehen. Okay? Hallo lieber Ingo, hallo liebe Nicole. Ja, das wollte ich mal mit dir teilen. Einfach mal, um dir die Rückenstärkung zu geben, das Leben, das Wertvollste, was du hast, nicht weiter an dir vorbeiziehen zu lassen, sondern es in die Hand zu nehmen und deine Träume zu verwirklichen. Wirklich dafür zu gehen, wofür du brennst. Und das beginnt immer mit der ersten Entscheidung, mit dem ersten Schritt, nämlich der Entscheidung, dafür zu gehen. Vielleicht magst du dir ja auch mal einen Zettel jetzt holen und dich anschließend mal hinhocken und dir mal klar drüber werden, über die Dinge, die du in deinem Leben nicht haben möchtest. Das ist auch eine Aufgabe, die ich auch immer mal wieder gemacht habe und auch heute noch mache. Ich habe auch heute noch so eine Liste von Dingen, die ich so nicht mehr in meinem Leben haben möchte. Und indem wir uns das bewusst sind, indem wir uns dessen bewusst sind, was wir nicht mehr haben wollen, können wir es auch ändern. Da gilt es natürlich auch dafür zu gehen, sich zu entscheiden, dafür zu gehen.
zu ändern, zu tun, ins Handeln zu kommen, in die Vorstellung reinzugehen, wie genau will ich es denn haben? Wie genau will ich es denn haben? Und wie möchte ich hier nochmal von dieser wunderschönen Erde gehen? Wie möchte ich zurückblicken? Was möchte ich alles erschaffen haben? Und dann bitte, es ist alles für dich auch möglich, alles definitiv. Du darfst dir erlauben, aufzuhören, die Geschichten zu erzählen, dass du es nicht kannst, dass du es nicht schaffst, dass es für dich nicht möglich ist. Es ist für dich auch möglich. Definitiv. Weil wir eben alle auf dem gleichen Weg hierher gekommen sind und auf dem ähnlichen Weg auch nochmal gehen. Also, hör vor allem auch auf, dir die Geschichte zu erzählen, dass irgendetwas für dich nicht möglich ist. Alles ist möglich. Du darfst dich nur dafür entscheiden und dann zu gehen. Okay? Alles Liebe. Bis ganz bald. Tschüss.